Und willkommen zu Let's Play Dragon Quest 9 Part 35 von Heimler 614. So, meine Stimme stirbt gerade und ich hoffe mal, ich werde noch diese beiden Parts aufnehmen können. Mal gucken. Mal gucken. Okay. Ach ja, stimmt. Ich habe gegen diesen Pferdehaini gekämpft und das lief nicht so gut. Hä? Oh, ganz schnell weg hier. Okay. Wo zur Hölle war ich? Neubühltau, stimmt. Wo muss ich denn jetzt hin? Wieder nach Felkham? Eben wieder zurück? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Na gut, Moment. Ja, wir haben jetzt bla bla bla. Und yay, Folge Nummer 3. Wo muss ich jetzt hin? Fuck. Okay, ich gehe mal wieder nach Felkham, glaube ich. Und guck mal, was ich dann mache. Heißt, ich renne irgendwo random hin und hoffe, dass hier was rauskommt. Hä, so wie immer. Okay! Da muss noch irgendwas sein, oder? Glaube schon. Hoffe ich doch. Okay, wir sind dann... Ich muss mal auf die Karte gucken. Moment. Okay! Wir sind dann... irgendwo dahin gegangen. Ja, wir sind dahin gegangen, stimmt. Ah, shit! Okay, dann gehe ich jetzt, glaube ich, weiter nach rechts. Irgendwie nach unten. Ich habe keine Ahnung. Passt schon. Mal gucken, was da ist. Ja, du wirst sterben, die auf dem Weg. Das wäre echt scheiße. Und ja, ich werde diese beiden Parts noch auftrusten. Fuck, das TP. Oh, nice. Smile kann wieder schreien. Yay. Das ist doch ihr Todesstoß, oder? Stoizismus. Oh, das ist nicht gut. Ich sollte mehr auf den Kampf achten, glaube ich. Okay. Oh, shit. Autsch. Idiot. Okay, und tot! Schön, dann setz ihn nicht ein. Mein Gott, du schreist hier schon mal alles an. Okay. Gut, was wollte ich jetzt? Ah ja, hier. Okay. Halbwegs auf die Karte gucken und da bin ich im Monsterrennen. Kann ja nicht so schwer sein. Lass mich in Ruhe. Ah, du auch. Oh Gott, Zucchini. Aber wie viele sind hier? Ah. Okay, guck mal, ob ich da irgendwas finde. Wenn es jetzt ein Sackgasse ist, werde ich schreien. Okay, lieber nicht. Dann ist meine Stimme ganz weg. Dann werde ich... keine Ahnung. Eingeschnappt sein, was weiß ich. Und hier ist... oh, ein Wasserfall. Ist hier auch irgendwas? Warum führen da Trittsteine rein, wenn da nichts ist? Was? Irgendwas falsch oder ist hier wirklich nichts? Oh Mann! Okay, hier war nichts. Schön. Okay, es war ein schöner Wasserfall. Der nichts bringt. Yay! Oh, wie toll. Okay, wieder zurück, Leute! Yay! Die Strecke zurück zu teleportieren lohnt sich eh nicht. Dann müssen wir wieder durch ganz Welcome laufen. Und ne. Ja gut, dann gehen wir nach unten. Würde ich mal sagen. Keine Ahnung. Fuck, da ist die Treppe. Okay. Ja gut. Dann gehen wir nach unten, würde ich mal sagen. Oder ging es da auch noch immer weiter? Ich habe keine Ahnung. Ach Gott, Zucchini. Ich würde mal Gurke sagen. Aber eine gelbe Gurke würde ich auch nicht essen. Okay. Guck mal, was hier mal ist. Einsame Ebenen. Ach, das hört sich doch toll an. Waren wir nicht vorher schon? Oh, ich habe keine Ahnung. Oh, was ist denn hier noch alles? Oh, for fuck's sake. Stirb, Chicken Nugget. Ich nenne es jetzt Chicken Nugget auf Beinen. Es passt. Okay. Mindestens ein Zombie wird uns nachher angreifen. Oh, das wird toll. Noch lebt meine Stimme. Fuck. Autsch. Oh, wieso alle auf Fairy? Ach komm schon. Autsch. Oh Mann, das ist nicht gut. Ah ja, stimmt, Erlösung. Ha. Beste Fähigkeit im Spiel. Okay, nicht wirklich. Aber trotzdem, sie ist nice. Okay, gewonnen! Gut, ich kann da irgendwo hin und da irgendwo hin. Gehen wir da irgendwo hin. Und ja, es macht keinen Sinn, wenn man die Karte nicht sehen kann, ich weiß. Aber ist auch egal, okay. Oder war ich da schon? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Meine Orientierung ist, wie er lebt und lebt. Oder es halt nicht tut. Wie er es nicht tut. Nee, doch, hier war ich. Ja, stimmt.
Da war. Okay, hier war ich schon. Alles klar. Ja, da war das Haus. Okay. Alles klar, ich weiß, wo ich hin muss. Halleluja. Dann gehe ich hier unten weiter. Okay. Na, Teich. Oder Fluss, keine Ahnung, was das ist. Ich muss mich Ruhe Chicken Nugget. Okay, dann muss hier unten. Ich kann mal ein Schild lesen, glaube ich. Okay, nordöstlich von hier liegt Neubüter. Ja, da war ich. Jenseits der Rücke im Südwesten liegt die berühmte Blumenstadt Blümling. Ah, da doch die eine, das Boot! Stimmt! Okay, da muss ich hin. Boot. Boot. Oh, ich sehe schon. Oh mein Gott. Oh, du bist pink! Eine Feder so. Oh mein Gott, wie süß. Oh, ihr Blick ist so psychisch. Ich mag das. Wir sind da grüne Affen. Also egal. Ich muss euch wieder trainieren. Aber okay, noch leben wir. Noch passt das. Gab es so eine Farbkombi? Grün und lila. Autsch, Alter, what the f... Oh, nein, 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 scheiße. Das ist nicht gut. Okay. Bitte besiegen den anderen jetzt auch und dann ist alles gut. Okay, okay. Soll ich wieder trainieren? Scheiße. Na, es passt schon. Okay, folgen wir einfach dem Weg. Hüsi. Nee, Moment, was? Was bist du denn? Ein Tigertaurus. Okay. Macht Sinn. Wieso hast du einen Flügel? Ich meine, Tiger und Taurus kann ich ja verstehen mit dem Pferd, aber woher kommen die Flügel? Oh, ist egal. Oh, magische Tiere. Kann er damit überhaupt fliegen? Dürfte ziemlich komisch aussehen, wenn die da oben an dem Körper sind. Und nicht an dem Pferdekörper. Und Zähneblecker. Auch wie knuffig. Ich meine, wenn es am Körper werden? Fuck! You! Damn it! Was wollte ich jetzt sagen? Also, wenn sie am Körper wären, könnte damit die eventuell fliegen. Aber wenn die an seinem Oberkörper sind, sieht das denn aus, wenn er fliegt? Ich meine, dann hängt der untere Körper ja total da runter und was? Oder sie sind Deko. Muss genau sein. For fuck's sake. Okay, wenn ich Silvester krank bin, muss ich nicht arbeiten. Das wäre irgendwie cool. Ah, lass mich. Nein! Ich will nur den Kram aufsammeln. Geh weg! Oh, damn it. Fuck! Okay, es war für eine Blume, das war es wert. Oh, wie viele noch? Guckt euch die Blicke von den Viechern an! What the fuck? Ich will deine Seele fressen. Irgendwie sowas! Was zur Hölle? Ich kann mir doch Einträge über die angucken, oder? Ich glaube, ich gucke mir das gleich mal über die an. Ich meine, what the fuck? What the fuck? Autsch. Oh Gott. Oh, sie haben Zähne. Oh, ist das schön. Aber der Rest ist knuffig. Autsch. Dankeschön. Hey! What the fuck? Huh, nice. Gewonnen. Yay. Okay, wir sammeln schon die Blumen ein und rennen weg. Wie wär's damit? Beschlossen? Okay. Ist auch noch eine. Hey, das ist ein Schleim. Hallo, Schleim. Tschüss, Schleim. Oh, hier ist auch noch was. Okay. So viele Blumen. Nee, ich will's auch sammeln. Okay, genug Blumen. Kampfarchiv und Skillerqualitäten. Ja, so schön. 10%. Oh, wow. Weitfrau. Yay. Okay, besiegte Monster, alles klar. Das war Fledersau. Flederkuh? Die sind so süß. Kleine Teil von Kuhkostümen, die reisen und jagen, weil sie spielen wollen. Außer die, sie wollen nur spielen. Und beißen einen dabei tot. Ist es nicht knuffig? Okay, saure Gurke, Sansack. Das ist auch keiner. Flederkuh, 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 Flederkuh. Flederkuh, Flederkuh. Wo ist die Flederkuh? Jetzt eh übersehen. Ich muss kommen. Oh ja, Flersau, das war's, okay. Diese Knuddelmonster haben ein kindliches Kuhfell abgestreift und legen nur ein reifes Rosa an den Tag. Und sie lieben Blut! Ah, schön! Oh Junge! Das ist ja toll! Ich kann nicht aufhören, ihnen in die Augen zu starren. Ah! Mach's weg! Oh Gott! Okay. Auf nach Blümlingen! Ich wollte gerade Bütow sagen. Was alles mit B ist, so egal.
Okay, nee. Stell dich nicht mit auf den Weg, also wirklich. Alter! Hallo Schleim! Tschüss Schleim! Schönes Gespräch. So! Blümling! Yay! Oh, ist das moi. Vielleicht ist hier mal keine Katastrophe? Das wäre wirklich ganz schön. Willkommen in Blümlingen, der Rose des Südens. Seid ihr auf Reisen? Ich finde, ihr hättet gerne ein Schiff, oder? Woher weiß sie das? Die Stolz von Blümlingen, unser eigenes Schiff, hat früher mal die Meere vom Alpier bis nach Schönsbruck befahren. Nicht schlecht, oder? Seid ihr interessiert? Ich hörte, ihr müsst mit Fräulein Marion Blümli reden. Okay. Ja, hast du nicht gehört? Ein Schiff! Und warte nur darauf, dass wir es uns holen. Denn du Fügenjagd wäre um einiges einfacher, wenn du ein eigenes Boot hättest. Los, du musst die Besitzerin finden und sie mit deinem unglaublichen Charme bezirzen. Ist das ein Klecks für dich, oder? Ich bin sozial inkompetent. Oh mein Gott. Nein. Wenn ich die Wahl hätte zwischen mich den ganzen Tag im Keller verkriechen und mit jemandem reden. Ich würde mich im Keller verkriechen. Viel lieber würde ich mich im Keller verkriechen. Und die Decke zusammenrollen und wie scheiße fühlen. Als mit jemandem reden zu müssen. Okay, wir kommen im Blumenbeet. Ah, schöner Name. Oder Blumenbett, ich habe keine Ahnung. Ich glaube Blumenbett. Blumenbeet. Ah, das ist das Gleiche. Okay, Nacht, Leute! So, ja, haben wir. Hey, Moi. Okay. So, ich will mir mal die ganzen Sachen. Hallo! Ach, ich mache mir große Sorgen vor deinen Blumen. Sie ist mal wieder gesund, aber immer noch ganz allein in der Villa. Und all den Stadt nutzen die einfach schamlos aus. Tja, das hast du doch mal, wenn du nett bist. Was mich nicht davon abhält. Na, okay. Hallo? Oh, hier ist nichts, okay. Nee, Band. Hallo, Koch. Von der Blümli war schon immer ein zerbrechliches kleines Ding. Seit ihrer Geburt ist sie verständlich ans Bett gefesselt. Erst in diesem diese eigenartige Frucht. Nein. Gestern ist ihr etwas zu Kräften gekommen. Hm, woher ich das weiß? Das gesamte Personal der Herberge ist früher mal in der Blümli-Residenz angestellt gewesen. Wieso essen die Leute diese Dinger immer noch? Sie glitzern und leuchten, for fuck's sake! Hä? Miau, miau. Nee, Mounty. Okay! 13 oder was? Die wurde was aufgetragen. Ich hoffe, warum nicht? Miau. Miau, dich nützlich. Ist dein. Yay. Was willst du, Katzenstreu? Ja, miau, 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 du auch! Okay, dann nicht! Mein Gott, was willst du? Hör doch mal hin! Miau, miau! Das ist ein ganz trauriges Miauen, oder? Aber warum nur? Wir würden nur verstehen können, was sie uns sagen will. Tod den Menschen! Wir werden euch unterwerfen! Ich glaube, das sagt zumindest meine Katze. Ich kann mir vorstellen, dass meine Katze das sagen würde. Ich hatte letztens das Haus verlassen. Dann saß sie auf der Treppe und hat auf mich runtergeguckt, so richtig abwertend dann. Mensch, wo denkst du eigentlich, wo du hingehst? Kennt ihr den Wettbewerb, bei dem alle 4 Jahre die beste Herberge gekürt wird? Der hat schon lange niemand gewonnen. Wenn man das letzte Herr der Herberge wurde, ist verschwunden und seitdem gibt es keinen Nachfolger. Unsere Herberge zum Blumenbett nimmt jedes Mal teil, aber belegt immer nur den zweiten Platz. Das ist so frustrierend. Ja, der eine ist tot. Das ist nicht gut. Okay, mach's gut, Katze. Viel Spaß bei der Unterwerfung der Menschheit. Ist noch ein Stück Arbeit, kannst du mir glauben. Ich spreche aus Erfahrung. Nur eine kleine... Was? Nur eine kleine Feier. Schon mal wieder Rubel bei mir rollen. Ja, sicher. Ich glaube nur weiter daran. Wird trotzdem nicht passieren. Hey, bleib stehen, ich will reden. Früher habe ich bei Blümlis als Baller gearbeitet. Alle Hausangestellte waren ihm unterstellt. Das waren noch Zeiten. Na, und sie sind vorbei. Und werden nie wiederkommen. Gern geschehen. Oh, ich muss Waffen kaufen! Okay, hast du irgendwas? Kramlang, glaube ich nicht. Nee, okay. Nein, das war's. Alles klar, bye. Okay, ich muss in der Kirche speichern und Waffen kaufen und Ausrüstung kaufen und dann bin ich eh wieder pleite. Aber dann habe ich Waffen. Das ist es wert. Hi. Harald Hasenfuß. Habt ihr zufällig von dieser Frucht gehört, die alle Krankheiten heilen soll? Wieso esst ihr die Dinger? Sie leuchten! Und keiner weiß, was es ist! Leute! Oh. Blümlings reichste Bürgerin, Fräulein Blümli, hat davon gegessen und ist sogleich von einer furchtbaren Krankheit genesen. Ich weiß, was mit ihr passiert ist. Also nein. Leute, hört auf, die Dinger zu essen! Mein Gott!
Also das war Let's Play Dragon Quest 9, Part 35, glaube ich. Ihr müsst da nicht. Danke fürs Angucken. Miep, miep.